Skatfreunde, der deutsche Städtepokal 2018 ist beendet. Bevor ich euch jetzt gleich verrate, wer den Pott geholt hat, möchte ich gerne noch mal was darüber sagen, warum es so cool ist, in Elmenhorst Skat zu spielen. Da macht es noch richtig Spaß, denn alle sind begeistert mit dabei, alle helfen mit, es gibt selbstgemachten Kuchen, die Bürgermeisterin persönlich spielt im Skatclub und der Wettkampfeid wurde von der 12-jährigen Johanna Schröder gesprochen, der Tochter des Vereinsvorsitzenden. Das sah dann so aus. Mein besonderes Anliegen wird es sein, die Entscheidung des Schiedsgerichts anzuerkennen. Und ich verspreche, durch vorbildliches Verhalten und faires Spiel die Ziele des Deutschen Skatverbandes zu unterstützen und das Spiel als sportlichen Wettkampf zu achten. Vielen Dank, Johanna. Das war einfach nur klasse. Ein toller Auftakt in dieses Turnier. Der Städtepokal hat sowieso immer seinen ganz eigenen persönlichen Charme, sein Flair. Alle Skatspieler sind froh, wenn sie sich für diese Endrunde qualifizieren und dabei sein dürfen. Wahre sportliche Begeisterung, die habe ich überall gesehen und gespürt. Dann allerdings ging es an die Karte. Achtermannschaften, 5 Serien pro Person. Das macht 40 Serien pro Mannschaft oder 80 Stunden netto Skatzeit. Heute Nachmittag ging das Turnier dann zu Ende und hier kommt das amtliche Endergebnis. Tada! Tatsächlich, Elmenhorst hat es geschafft und ich bin froh, dass ich Mitglied dieser Mannschaft sein durfte. Der Titel wurde verteidigt, aber mit was für einem hauchdünnen Vorsprung. Schaut euch das mal an. Da spielst du 80 Stunden lang Skat und dann sind es 10 Punkte Unterschied. Das ist quasi wie eine Tausendstel Sekunde beim 100-Meter-Lauf. Wenn überhaupt, dann nur mit der Lichtbildschranke feststellbar. Also einen ganz harten Fight haben uns hier die Recklinghausener geliefert. Sie waren zwischendrin auch schon eine Nasenlänge vorne, doch auf den letzten Metern ist das Glück wieder zu den Elmenhorster gewechselt und der Titel konnte tatsächlich verteidigt werden. Ich bin besonders froh, denn es ist mein erster Gewinn des Städtepokals und das haben wir dann auch gebührend gefeiert. Schaut euch das jetzt hier mal an. Die Jungs haben mich auch den Pokal heben lassen und das nenne ich doch mal einen Pokal, oder was sagt ihr dazu? Gar nicht so leicht, das Teil zu stemmen, doch auch das ist mir an diesem Tag einfach gelungen. Schauen wir zum Abschluss nochmal in eine Karte rein. Bei 10 Punkten Unterschied könnte ich ja wirklich jedes Spiel zeigen. Dies hier allerdings, und das sind so die Treppenwitze beim Skat, ist tatsächlich das allerletzte Spiel von Hartmut Seber von Pik Ass Recklinghausen. Der stand zu dem Zeitpunkt 49:0 Spiele in dem Turnier. Und was willst du da lieber als noch das 50. Spiel machen, gerade wenn es so knapp ist? Das sollte dann schon ein gutes Spiel sein. Dieser Ansatz in Vorhand bei Passe-Passe, da müsste man aber kein echter Skatspieler sein, wenn man da nicht 18 sagt. Die Findung nicht überragend, Pik 8 und 9, aber auch kein Beinbruch. Der Ansatz ist ja bärenstark. Hartmut konnte jetzt überlegen, was will er spielen, Pik oder Herz. Da das Spiel stark aussieht und er ein wahrer Sportsmann ist, hat er sich für das teurere Spiel entschieden, 10 Augen gedrückt und dann Pik. Das Spiel wird in aller Regel bei einem Trumpfstand 4:2 oder 3:3, also im 90% Fall gewonnen, dann werden 3 bis 4 Stiche nur abgegeben und das Spiel ist unter Kontrolle. Jetzt saß es aber, wie es endlich mal sitzen musste. Sowohl in Herz als auch in Pik saßen jeweils 5 Trümpfe. Das Spiel war jetzt einfach nicht zu gewinnen, da ist er der Glücksfaktor, doch am Ende wird es nicht an diesem einen Spiel gehangen haben, sondern an allen Spielen, die durchgeführt wurden. Ja, 10 Punkte Vorsprung, das ist bitter. Trotzdem bitte nicht den Kopf hängen lassen. Zur Belohnung oder zur Strafe dürft ihr nächstes Jahr wieder nach Elmenhorst und die Elmenhorster müssen wieder das Turnier ausrichten. Ich freue mich jetzt schon darauf und auf alle Mannschaften, die dann dabei sind. Denen wünsche ich vorsorglich schon mal gut Blatt.